Der Herrn Luca. Ja. Aber keine positive. Ich habe keine verstanden, Sie? Nur positive. Was ist positiv? Nicht positiv. Wieso? Was ist passiert? Was ist mit dem C4-Typen? Gibt's ja eigentlich irgendwo einen Amboss? Das ist doch nein. Luca. Nicht den, keinen, den du benutzen darfst. Was? Das war doch der Herr Olaf. Ja. Ich glaube immer, der hat meinen Kessel. Oder Herr Melvin. Aber da darf ich nicht rein. Oh. Vielleicht sieht mich ja keiner, wenn ich da reingehe. Wir gehen jetzt ein. Nee, wir sind die Stadtwache. Zur Überprüfung dürfen wir das. Ich komme gleich auf Sie zurück, Herr Tobias. Sind Sie da? Ich sehe jetzt richtig, oder? Herr Olaf, Sie sind wach geworden? Ich bin nicht wach geworden. Ich war bei mir zu Hause. Da haben wir doch nachgeguckt, da war niemand. Wir waren in meiner alten Heimat. Sie reden doch von dem Erdloch. Nein, ich rede von da, wo ich hergekommen bin, bevor ich in dieses Städtchen gezogen bin. Okay, und wo ist das? Ach, das nennt sich Bayern. Das ist ein riesengroßes Land, in dem viele Leute in Harmonie und Frieden leben können. Aber nicht mit Ihnen, oder? Nee, ich bin verbannt worden. Und warum sind Sie denn jetzt wieder in die Heimat gehen können? Alle 10 Jahre findet ein Wechsel von den dortigen Machtherrschern statt. Und da gehen ab und zu mal ein paar wunderbare Dokumente flöten. Und ich hatte das Glück, dass ich noch einen Freund dort hatte, der mir gesagt hat, dass meine Unterlagen verschwunden seien. Auf mysteriöse Art und Weise. Man weiß es nicht wie. Und ich konnte kurz nach Hause gehen, bevor der Schwindel aufflog. Und ich konnte ihm noch etwas mitbringen. Und was? Also für Geschenke bin ich immer offen. Also es ist kein richtiges Geschenk. Es steht bei mir in der Analysation, aber... Akanalisation, Entschuldigung. Aber, ja, die können sich gleich selber davon überzeugen. Aber ja, wir müssen das, was mich eigentlich interessiert, warum steht hier der räudige Köter und hier dreckiger Werwolf? Ja, dreimal dürfen Sie raten. Wieso wird man so genannt? Nein, das glaube ich nicht. Master Melvin ist nicht so einer. Aber hundertprozentig. Wir haben nein. Es dreimal überprüft. Jetzt ist die Frage, sind Sie auch einer? Nein, ich bin keiner. Ich habe leider keine Kugel dabei. Ich auch. Ich habe meine weggeschmissen. Ja, ich habe meine unten. Und die Reste habe ich im Papierkorb gelegt. Dann müssen wir das nachher überprüfen, wenn wir uns dieses Geschenk. Aber mein angucken. Meister würde nicht so jemand sein. Er hat mir verboten, einer zu sein. Deswegen. Das ist ja das, was uns alle irritiert. Er war erst gegen Werwölfe, die Magie benutzen. Jetzt auf einmal redet er das alles schön. Er redet. Na, nee. Nee, wir warten irgendwas vorgefallen. Wir warten einfach mal, bis er wach ist, aber wir durchsuchen jetzt erst einmal das Haus, weil wir immer noch den Kessel vom Herrn Ben suchen. Okay. Gut. Wir kommen dann nochmal zu Ihnen. Ich bin jetzt nicht wert von einer Stadt. Ich glaube, der Werwolf hat Hunger. Glaube so. Oma? Zähm ist er nicht. Bist du's, Oma? Hallo? Ja, das ist deine Oma. Gib sie begraben, ey. Könntest du aufhören, auf die Beinen meiner Oma rumzukommen? Vielleicht sollten wir das mitnehmen? Moment, wir gucken erst einmal. Wir gehen erstmal ganz hoch und gucken nach dem Kessel. Oh, hier scheint er wohl zu schlafen. Ja. Okay, hier ist nichts Verdächtiges, nee. Da ist nur dieses Buch, was man in Dorn bekommt. Vielleicht findet man ja hier so eine komische Perle. Dein Haus durchsuchen.
Also Sie können doch nicht einfach von meinem Meister das Haus durchsuchen. Wir sind doch, wir sind die Stadtwache und bei Verdacht auf bestimmte Sachen dürfen wir das. Ah. Und inzwischen haben wir zwei Verdachte. Besteht aber dringender Tatverdacht. Ich bin Rechtsanwalt meines Meisters. Sie sind keine Rechtsanwalt. Ich bin Rechtsanwalt und habe mich als hoher Richterposition beworben. Ja, beworben, aber Sie sind noch kein Richter und ein Richter ist kein Staatsanwalt. Aber ich bin ein Rechtsanwalt und ich möchte auch kein Staatsanwalt werden. Gut, also die eine Leiche werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Als. Das ist seltsam. Das war noch Jutta. Das ist nicht Jutta. Das wird ja immer verstört. Guck dir mal ihre Banknochen an. Herr Olaf, gehen Sie jetzt mal bitte raus aus dem Haus. Das ist. Aber nein, ich möchte gucken, dass Sie auch gar nichts von meinem Meister mitnehmen. Also das Schild passt zu den Hunden. Baumpinkler. Ja, das ist Hier schneit. Guck mal, Leute. Ja, das vielleicht ist mein hat Zauber. Der stimmt, er will keine Konkurrenz. Aber warum lässt er dann meine leben? Er will ich hätte Angst vor ihnen. Das kann sein, weil die auch schon Werwölfe getötet haben. Meine haben auch schon einen erlegt. Na, hier ist bloß stinkender Alter! Dach drin. Bitte gucken Sie in keine Kisten. Herr Olaf, entweder Sie gehen jetzt und verlassen das Haus, das ist eine stadtinterne Angelegenheit, eine stadtwache-interne Angelegenheit, oder ich muss Sie jetzt ins Gefängnis sperren für eine gewisse Zeit. Wie lange? Die nächsten so 365 Jahre. Ja, so kann man die Leute mal vertrauen. So, Werwölfe ausrotten. Keine Macht in Werwölfe. Ah, diese ganzen Leichen hier drinne. Und ganz schön viel Holz. Okay. Hm. Holz ist nicht da viel. Und sehr viele Leichen. Ja, gehen Sie bitte hier raus. Ja, er hört drauf. Ja. Olaf fährt den Elevator. Und, aber er macht auch schon mit der Art von Magie, die ich auch mache. Ach, Olaf, du lässt ihn. Okay. Den Elevator wieder da rein. Also, das. Ein Werwolf und Magie. Also, nee. Olaf hat den Elevator geklaut. Herr Olaf. Moin. Herr Olaf! Wollen Sie wieder nach unten? Au! Sollen wir in den Keller auch? Ja, in den Keller gehen wir auf jeden Fall. Hier liegt auch noch ein Leiche. Kommt mal denn. Der Elevator ist wieder dran. Gut. Tod dem Werwolf. Nee, bitte ich raus. Nur sagen, nee, bitte raus. Ich wollte. Kein. Was dein Kopf wird rollt. Oh, da freue ich mich. Das sieht mir definitiv ganz eindeutig danach aus, dass hier was im Gange ist. Cool. Er hat sogar schwarze magische Bücher hier liegen. Oh, nein. Was ist das hier? Das ist ja auch schwarz. Und er hat dieses Verfallding hier drin liegen. Was ist ein Introduction to Pets? Ich weiß nicht, ob sie es richtig aussprechen. Wirklich sehen? Hier steht irgendwas mit Alchemie und sowas drin. Und was ist das hier? Ich kann das Buch nicht lesen. Was? Ich kann das schwarze Buch hier nicht lesen. Das macht sich einfach nicht auf. Ich glaube, das ist das Gegenstück zu dem hier. Und das heißt was? Dass das hier ein schwarzmagisches Buch ist. Schwarze Magie? Okay, dann bitte einmal hergeben, dann sind die konfisziert. Und das hier ist, keine Ahnung, das ist glaube ich, damit es verbindet Technik und Magie, damit könnte er Dark Force anfangen. Aber das sieht mir nicht nach Schwarzmagie aus. Und aber er hat hier Zerfall drin, also ein Buch, wo Zerfall drauf steht. Ich glaube, das ist das gleiche, was Herr Darko auf seinem Bogen gemacht hat. Ist das auf jeden Fall eingezogen, also, nee. Na okay, dieses komische Buch dort von den Pflanzen, das kann man drinnen lassen. Pflanzen kann man nicht viel anstellen. Aber das. Nee, das geht jetzt definitiv zu weit.
Was? Was steht da auf dem Schild? Tricksschleuder. Tricksschleuder. Alle Werwölfe köpfen. Nieder also, mit den Werwölfen. Also. Wenn das hier, wenn die Leichen hier alle Werwölfe sind, dann gut ab. Das glaub ich wohl eher nicht. Die sehen mir schon recht menschlich aus. Warum sollte ein Werwolf Werwölfe töten? Keine Ahnung. Aber ich hab so das Gefühl, wir sollten mal. Aber ich glaube, der hier hat ordentlich gelitten. Ja gut, seine Hand liegt auch schon daneben, ne? Oder ist das sein Gelenk? Ist sein Gelenk? Nee, das ist der Oberarm. Ist das. Oh. Aber vor allem, wie der da sitzt, das sieht. Ja, gut. Und da hängt einer. Ja, und der ist ja ganz kaputt. Ach du Schande. Also hier muss man wirklich aufpassen beim Herrn Melvin. Das geht so nicht weiter. Der sieht mir noch recht jung aus, also. Ist sehr klein, ne? Ja, das. Ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal zum Ehrenurlaub und wir warten, bis der Herr Melvin wach ist und dann müssen wir irgendwie weiter vorgehen. Und wir sollten vielleicht mal gucken, dass wir mal unten bei diesem C4-Typen vorbeischauen. Ja, das auf jeden Fall. Echt jetzt? Warum baut man sowas? Also, Herr Ben. Was ist das? Herr Olaf! Ja, das ist das Problem. Wer hat denn jetzt? Ach, den hab ich. Haben Sie Essen? Kann ich Ihnen zeigen, was ich aus meiner alten Heimat mitgebracht habe? Ja, das dürfen Sie uns jetzt zeigen. Aber was haben Sie im Gerichtsgebäude und Gefängnis zu suchen? Ja, ich habe das, was er mir von sich selbst verraten hat, habe ich notiert in diesem Buch. Okay, aber ich bin gerade überfordert. Ich habe gerade Haufen Leichen gesehen und jetzt will ich mir das Geschenk angucken. Das Geschenk? Hier war ein Feld. Also Achtung, hier beginnt die Analysation, Kanalisation. Bitte schließen Sie sich die Tür. Ich komm gleich. Oh, nein, ich komm gleich. Bitte verlassen. Wir wissen, was das ist. Ben, Herr Stadtwachen, Ben, können Sie bitte vor der Tür warten, damit die Herren hereinkommen? Ich zeige Ihnen das später auch noch. Also, Herr Olaf, wenn Sie mit mir alleine sein wollen, dann können wir uns auch gern auf. Wo haben Sie das denn her? Da habe ich noch eine Tasche gehabt. Achso. Dann können wir uns auch gerne mal unter vier Augen irgendwo treffen und. Nein. Also es geht, vielleicht wie Sie es schon bemerkt haben, hier nein. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen die Spannung Standsausnahme, aufbauen. So sieht auch mein Kessel aus. Ich habe in meiner alten Heimat. Okay. Ich erzähle jetzt etwas. Ich habe in meiner alten Heimat etwas erforscht und ich habe es hier wiedergefunden. Jetzt gucken Sie sich mal. Herr Ben, zeigen Sie mal Ihren Bogen. Mein? Ja, sehen Sie? Der schimmert so leicht. Das nennen wir Verzauberung. Okay. Und ich habe in meiner alten Heimat habe ich erforscht, wie man sowas künstlich herstellen kann. Mit Metamorphose und sowas. Das kann ich jetzt alles erklären, aber ich glaube, das verstehen Sie nicht ganz. Nein, das verstehe ist schwer ich auch zu erklären. Nicht. Ja. Was machst du an meinen Kisten? Okay, Sie sind unschuldig. Hä? Ich habe immer noch im Verdacht gehabt, mein Kissen zu haben. Ja, Sie dürfen fortfahren. Also, dafür braucht man aber einen bestimmten Stoff. Ich habe es nicht hundertprozentig perfekt geschafft, aber das ist schon perfekt in dieser Welt. Dafür braucht man ein bisschen Erfahrung und Buch oder ein Schwert oder wie gezeigt, einen Bogen. Es gibt verschiedene Sachen. Sie müssen sie selber ausprobieren, was sie damit machen können. In diesem müssen Sie einen Lapis reinlegen und das gewünschte Objekt, was Sie verzaubern möchten. Empfehlenswerterweise tun Sie etwas hineinlegen. Können Sie den hier damit wieder lebendig machen? Nee. Schade. Was war so eine Sache? Sie hat gesagt, ob er den unendlich machen kann? Nee, lebendig. Achso. Ich glaube, wenn er hiermit schon irgendwelche Sachen glitzernd machen kann, vielleicht kann er dann auch wieder Leute zum Reden bringen. Also, ich glaube, da müssen Sie Nekromanten fragen.